Die Idee war unerhört. Musiksender aus Deutschland ist der größte Schwachsinn. Und wurde doch über Nacht Realität. Ja, die Zeit war reif. Der Weg zum Erfolg führte durchs Chaos. Vom Praktikum zum verantwortlichen Redakteur waren es manchmal 2 Wochen. Die Geschichte des ersten deutschen Musiksenders Viva. Es war ein ganz neues, frisches Konzept. Sobald wir den Fernseher anmachen konnten, wir haben unsere Lieblingshosts gesehen. Ich glaube, dass es ein ganz großes Bedürfnis nach alternativer Fernsehunterhaltung gab. 30 Jahre Viva erzählt von Colleen Ullmann-Fernandes, Markus Kafka und mir, Nils Bokelberg. Unglaublich, 30 Jahre, wo ist die Zeit geblieben? Du bist so geil, du bist so geil, du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil, du bist so geil, du bist so geil für diese Welt. Mein Name ist Nils Bokelberg und hier hat nicht nur für mich alles angefangen, in diesen leicht, ja, mittlerweile verranzten Gebäuden, muss man ehrlicherweise sagen, hier in Köln-Ossendorf, einem der hässlichsten Industriegebiete der Welt, nur ein paar Kilometer vom Stadtkern Kölns entfernt. Genau, hier war der Haupteingang, stand dann da noch eine riesen Satellitenschüssel. Aber da hinten, genau da, vor genau 30 Jahren, wurde Fernsehgeschichte geschrieben. Denn da startete der erste deutsche Musiksender, die Videoverwertungsanstalt oder auch kurz Viva. Ich bin der Nils und ich bin der einzige und wahre Mola. Kurz, wir sind Viva und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender, denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen, okay? Als einer aus der allerersten Generation der VJs, das war kurz für Videojockeys oder auch Moderatoren und Moderatorinnen, ist es mir natürlich eine besondere Ehre, hier heute die Historie von Viva erzählen zu können, wie alles wirklich war oder zumindest so, wie sich alle Beteiligten daran erinnern, nämlich immer leicht anders. Wir drei haben ja gleichzeitig angefangen. Ja, nee, eine Woche später. Moment. Die wirklich fast immer wahre Geschichte, immer gnadenlos subjektiv, immer selektiv und vor allem immer mitten rein in die Seele des Senders und der Leute, die diesen Sender möglich gemacht haben. Hallo, hier ist die Heike, Viva. Hallo, hier ist der Nils. Hallo. Eine Geschichte, die so noch nie erzählt worden ist. Alter, ist jetzt 30 Jahre her. Es war im Herbst 1993, als sich ein paar mutige Menschen... Nicht bitte. Nicht bitte. ...mit viel Elan... Oh. Und Begeisterung anschickten, die Musik- und Popwelt zu verändern. Und ich sag mal so, Ahnung vom Fernsehen machen war jetzt nicht unbedingt eine Grundvoraussetzung. Da waren viele hochambitionierte Anfänger dabei. Wie wir im Oktober 93 mit so Umzugskartons eingezogen sind, der Christoph Post und ich. Ja. Ich weiß noch, wie wir uns sonntags bei Viva getroffen haben, sich zusammensetzte mit dem Kernmanagement, sagt, wie ist es denn, jetzt kriegen wir genug Clips kopiert. Und man hatte den Eindruck, man werkelt gemeinsam an einer wirklich wichtigen und auch potenziell großen Sache. Und das ist schon was Einmaliges. Da müssen wir unbedingt noch darüber reden, ob wir vor dem Programmstart, 24. oder Weihnachten überhaupt, als Sender irgendwas machen, ob wir da noch eine Pressekonferenz machen. Und da war auf einmal große Hektik, weil es war klar, dass wir zum Sendestart Menschen brauchen. Wir brauchen Vertreter der Generation, die wir ansprechen wollen, die man gerne anschaut, denen man gerne zuhört, die auch ein bisschen Sachverstand haben und auf jeden Fall Popkultur und Musik lieben. Ich habe einen Anruf bekommen von Christoph Post, der kurz davor war, dort Programmdirektor zu werden. Das war 2 Monate vor Sendestart. Und sagte, hey Markus, hier ist Christoph, kennst mich doch und so. Hast du Bock, zu Viva zu kommen, das Casting zu machen? Bottles and cans, just clap your hands, just clap your hands.
Und Markus hatte dann die ersten 4 Wochen nur die Aufgabe, jeden Tag diese Castings abzuarbeiten. Und ich habe ehrlicherweise gar nicht so richtig gewusst, was Casting ist. Das ist so wie wenn du Fußball-Scout bist, ja. Da meine ich, wann soll es denn losgehen? Ja, mal da morgen. 5 bis 10 geeignete junge Menschen, die einfach anfangen, das Programm mit Leben zu füllen. Ich war auf der Handelsschule, wollte ich Steuerfachgehilfe werden. Mola de Visi bei Viva TV. Und habe dann in dem Jahr im Düsseldorfer Schauspielhaus Western Story getanzt. Ich begrüße Sie. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag. An dem Tag war halt ganz normal Proben. Marvin A. Smith, der Choreograf, ich so, ey, Marv, I gotta go do this casting for Viva. Und der so, what the fuck is Viva? Ich so, ey, it's like a music channel. Das ist ein deutscher Musiksender, das ist ein völliger Schwachsinn. Als nächstes zeigen wir euch ein Video. So, jetzt gibt's für alle was fürs Herz. Wir sind hier, um eine tolle Sendung zu präsentieren. Sag, du kannst nicht gehen. Ich so, Marvin, nur eine Stunde. Also musste ich von Düsseldorf nach Köln. Ich bin so losgefahren zu Viva. Ich so, ey, ich muss als Erster rein, kann ich sofort. Dann sage ich, okay, alles klar, was soll ich machen? Hier, Teleprompter, ich so, hat das gelesen. Ich habe nicht so viel Zeit, deswegen muss ich jetzt mal gucken, vielleicht soll ich noch was vortanzen. Und bin dann so gesprungen, auf so ein Tourillon, so gesprungen, 360 Grad, bin im Spagat gelandet. Spagat? Guck mal, alles klar, ruft mich, er war am ersten Arbeitstag und so, wir machen das dann, ne? Ich bin draußen, ne? Habt ihr alles im Kasten? Okay, tschüss. Zu den bewegendsten Momenten seines Lebens zählte A, der erste Orgasmus. Und irgendwann hat mich dann ein Kumpel mal nachts angerufen, der als Taxifahrer gejobbt hat während seines Studiums in Berlin und hat gesagt, ich habe da gerade so ein Interview gehört von so einem Dieter Gorni. Die machen jetzt in Deutschland das deutsche MTV und suchen da jetzt Moderatoren. Da habe ich gesagt, Olli, es ist total lieb, dass du an mich denkst, aber nicht nachts um 3. Und fand den Gedanken aber irgendwie doch ganz spannend. Und dann ging's los. Ihr habt es sicher schon in der Zeitung gelesen. Also es gab auch da ein ganz klares Bild. Wir wollten eine Familie haben. Wir wollten die Viva-Familie bauen. Ja? Es gab die, war das dann später Girlie genannt, ja, das war Heike. Ja? Es gab aber auch den mit der Brille, das war Opti. Es gab die Alex. Also wir hatten irgendwie so eigentlich jedes Rollenbild so ein bisschen definiert. Irgendwo zwischen einer coolen WG, einer coolen Familie und einer Soap. Hallo, ich begrüße euch bei Viva TV. Und dann sollte ich nun irgendeinen Text schreiben zu einem Mariah Carey Song. Habe ich dann auch gemacht, habe das vorgetragen und bin nach Hause gegangen. Ich habe nicht erwartet, dass ich nochmal angerufen werde, aber ich habe das für mich als schöne Erfahrung. Ich so, ach, wie schön, einen Fernsehsender, mal im Studio gesehen, mal geguckt, was beim Casting passiert. Wir wollten uns vorstellen, dass diese Familie, wenn die zusammen wohnen würden, will jeder in dieser WG wohnen. Jeder will da wohnen. Ja, und dann hat der Markus, glaube ich, mich angerufen und hat gesagt, du musst nochmal wiederkommen. Und dann kam der Matthias ins Spiel. Hi, Leute. Und hi. 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 Oh Gott. Oh, ich denke, meine Güte, der Klassensprecher, ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, was ist denn das für ein Blondchen? Depp. Zecke. Idiot. Schnepfe. Trottel. Und irgendwie waren wir uns nicht so ganz geheuer. Dazu sage ich nichts mehr. Wir hatten voneinander, als wir uns vorgestellt wurden, so eine Schublade, wo wir uns jeweils reingesteckt haben. Und merkten aber dann nach einer gewissen Zeit, dass die halt eigentlich überhaupt nicht stimmt. Und im Laufe der Jahre wurde der Matthias zu einem meiner besten Freunde. Wir haben wahnsinnig viel gelacht. Ja, gelacht haben wir wirklich viel. Umso mehr freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Alex und Mola. Alex! Da bist du ja wieder! Oh, ich freue mich. Herrlich. Ola. Dankeschön. Digga, dich habe ich auch so lange nicht gesehen. Viel zu lange nicht. Ich will dich am Arm nehmen. Oh. Schön, dass ihr da seid. 30 Jahre, ne? Ja. Meine Güte. So alt bin ich doch noch gar nicht. 30 Jahre, das ist. Kommt es euch auch manchmal so vor, als ob es nie gewesen wäre? Oder so in so einem Nebel, weißt du, so ein Traum? Mola de Visi bei Viva TV. Seien Sie nicht schockiert. Nein, Ihr Fernseher ist nicht kaputt. Ich bin schwarz. Dass die Moderatoren so jung waren und die Moderatorinnen, das war definitiv neu. Also Nils Bockelberg war, glaube ich, 17. Wie man undeutlich erkennen kann, habe ich lange Haare. Außerdem habe ich eine Hip-Hop-Mütze an. Also Teens und Twens haben Fernsehen gemacht für, ja, auch Teens und Twens. Nehmt eure Freundin in den Arm und träumt ein bisschen. Ein Schimpanse hätte Heike casten können, hätte den Daumen gehoben. Ja, wir haben wirklich, wirklich eine unfassbar gute erste Viva-Familie gehabt. Dann einen Anruf gekriegt, ich soll noch mal kommen. Sag ich, ach, wieso denn noch ein Casting? Und dann habe ich dann dort Nils Buckeberg, Heike Makatsch kennengelernt. Schieß mich tot, 3 Tage vor Sendestart, glaube ich, haben die uns angerufen und haben gesagt, ihr seid's.
Wir drei haben ja gleichzeitig angefangen. Ja. Ja. Matthias und du kamen, glaube ich, eine Woche später. Also ja? Am Sendestart, Moment. Am 1.12. war doch der Sendestart, 1993, ja, nicht genau. War, wo dieses wunderbare Video bei YouTube herumgeistert mit der Blockflöte. Was? Oh, das war ich dabei? Nein. 1, 2, 3. Da waren wir zusammen. Also habe ich gleichzeitig mit euch angefangen beim Sendestart. Du bist früher gecastet worden als ich. Nee, aber es gibt der erste Dachboden sind ja nur Heike Mohler und ich. Alles, was euch angeht, geht uns genauso an. Wir sind euer Fernsehen. Aber ihr müsst noch ein kleines bisschen warten, denn wir müssen noch wachsen, um dann tiefer, härter, breiter, schneller zu werden. Ja, aber da war noch kein Sendestart. Ja, dann, das war dann quasi Nein, das stimmt nicht. Am 1.12. war Sendestart. Du bist ab Weihnachten dabei gewesen. Das ist überhaupt nicht wahr, Mola. Weißt du, Mola und ich haben dir den Boden bereitet. Also, muss man wirklich sagen. Erstmal zum Wohl. Erstmal Anstoß, das ist doch das Wichtigste. Erstmal zum Wohl. Ja, die Zeit war reif. Ich glaube, die Zeit war deshalb reif, weil wir das erste Mal eine Nachkriegsgeneration an Jugendlichen hatten, die selbstbewusst mit Sprache, mit eigenem Geschmack, mit dem kulturellen Hiersein umging. Die Zeit vor 30 Jahren war tatsächlich eine im Umbruch. Man nannte sie die 90er. Die 90er Jahre haben begonnen mit dem Mauerfall, mit dem Ende des Kalten Krieges. Und das hat natürlich zu so einer Art Befreiungsstimmung oder Gefühlen der Freiheit geführt, die ja in den 80er Jahren natürlich so nicht da waren. Na, das war eben die 90er Jahre. Ich bin zu geil für diese Welt. Das ist meine Bühne. Ich kann mein Leben gestalten. Irgendwie war alles anders plötzlich. Also konnte man überhaupt nicht mehr mit den 80ern vergleichen. Also es ist völlig in Ordnung, sich zu feiern und so. Und es ist völlig in Ordnung, laut zu sein und bunt zu sein und eben nicht spießig und konventionell zu sein. Eine Welt im Wandel. Vor allem für junge Menschen wie mich. Es gab plötzlich ein Übermaß an Freiheit. Alles kann, nichts muss. Überall war Pop. Pop war der neue Lifestyle. Den Schuss hatten allerdings nicht alle gehört. Interessanterweise waren eigentlich zu dem Zeitpunkt 1990 fast alle so jugendkulturell orientierten Musiksendungen abgesetzt worden. Man erklärt das oft damit, dass natürlich MTV aufkam. MTV war wahnsinnig gut. Also wenn du da drauf geschaut hast, dann hast du gedacht, wow, das ist ja alles richtig. Wir haben damals alle MTV geguckt, das war das Wichtigste, was es gab. Ich habe ja immer nur MTV geguckt, das war ja für uns wie die Bravo in bewegten Bildern. Just make sure you're watching this. Hi, Steve Blame here. Hi, John Kearns here with MTV News. Die Marktmacht, die MTV hatte, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die haben wirklich Stars gemacht. Die Musikindustrie hat da natürlich dieses Zusammenspiel gut beherrscht, aber am Ende des Tages saßen sie am kürzeren Hebel, weil halt MTV sagen konnte, das spielen wir jetzt oder das spielen wir nicht. Und das hat die wahnsinnig gemacht, ja. MTV spielte ein paneuropäisches Programm. Es gab nichts, um deutsche Künstler und Künstlerinnen zu transportieren. Und da kam natürlich auch die Idee, wieso hat der drittgrößte Musikmarkt, der damals war, eigentlich kein Outlet im TV-Bereich? Was kann man da tun? Auf der einen Seite, man kann den Monopolisten überreden, mehr auf Deutsch zu machen. Oder man macht es selber. Ein Mann, ein Wort. Und so hat der Dieter, wie wir unseren Chef stets nannten, Viva aus der Taufe gehoben. Sagt zumindest die Legende. Dieter Gorne war Geschäftsführer. Ja. Dieter Gorne hat natürlich den Sender nach außen repräsentiert und musste auch sozusagen die entsprechenden Gespräche führen. Und wenn Öffentlichkeitsarbeit war oder Pressekonferenzen nach dem Landesmedienanstalt eine Genehmigung gegangen haben, ist immer er erschienen. Deswegen wurde er Mr. Viva, also der Gottoberste. Ja, wie? Hat der Dieter denn nicht Viva erfunden? Dieter hat die Lizenz besorgt. Dieter hat praktischerweise gute Kontakte in die Landesregierung hinein gehabt und konnte dann irgendwie da über seine Drähte auch dafür sorgen, dass wir da in die Pole Position kommen. Also ich glaube, das große Problem war, und das hat auch den Zeitdruck ausgemacht, war, dass zum 1. Dezember der Kabelplatz frei wurde und deshalb von allen Seiten Druck kam, da muss das senden. Da muss es so senden, dass es nicht nur ein 24-Stunden-Clip-Kanal ist, sondern es braucht eine Chartshow, es braucht eine After-School-Show, das war die Geburtsstunde von Interaktiv, und muss
im Rahmen dieses äußerst kurzen Zeitraums sichtbar mit einem Ansatz an Profilhoffnung an den Start gehen. Das ist dann auch passiert. Im Dezember 1993 ging es eher bescheiden los. Ihr seht Viva! Und sorgte wieder erwarten für große Aufmerksamkeit.